Die erste Begegnung war am 11. Februar 1958 in Duisburg. Damals war ich Kaplan in der Kirche St. Josef. Und am 11. Februar war die erste Priesterweihe, die Hengsbach als Bischof von Essen gehalten hat. Es wurden 6 Diakone aus dem vorherigen Bereich des Bistums Münster in der Josefskirche geweiht. Er kam am Mittag, um sich die Kirche anzusehen, und stellte dann Folgendes fest: Wo ist das Mikrofon? Der Pfarrer Alois Welling sagte: Wir haben kein Mikrofon. Wie? Sie haben kein Mikrofon? Ja, wir haben diesen sehr komplizierten Stalldeckel von einem holländischen Architekten, der ist so geformt, dass man sich von der Kanzel großartig in der ganzen Kirche verständigen kann. Dann sagte er: Dann gehen wir mal zur Kanzel hin. Und dann stellte er fest: Ich kann aber der Kanzel nicht die Mitra aufsetzen. Das war für ihn eine Enttäuschung. So musste er dann bei dieser Priesterweihe predigen, begeisternd, aber ohne Mitra, aber mit Stab. Das war die erste Begegnung. Er ging auf die Menschen zu. Er wartete nicht, bis ihn jemand ansprach, sondern er sprach die an. Und manchmal sprach er sie so an: Sieh mal, ich habe dich doch sicher gefirmt. Das war eine Vermutung, die oft gar nicht stimmte. Ich habe also aber ihn auch bewundert über sein ausgezeichnetes Wiedererkennungsgedächtnis, sein Namensgedächtnis. Er ging auf die Menschen zu. Das imponierte. Zweitens, er konnte jeden Menschen in seiner Prägung, in seiner Eigenart, in seiner beruflichen Tätigkeit ansprechen. Er war ja auch Militärbischof. Er konnte mit dem Rekruten genauso sprechen wie mit dem General oder, wenn er zum Bergbau ging, mit dem Bergwerksdirektor ebenso gut wie mit dem Kumpel. Er wusste sich jeweils der Situation hervorragend anzupassen. Diese Offenheit haben die Leute empfunden und gingen auch auf ihn ein. Was ja ein Bischof wie Hengsbach, aus dem Sauerland stammend und doch stark auch in der Tradition verwurzelt, gar nicht kannte, dass es Proteste gab. Und beim Katholikentag in 68 in der Ruhelei gab es Proteste gegen den Bischof. Wie er auf diese Proteste reagiert hat, schlagfertig und auch treffend, obwohl er innerlich ja die ganze 68er Bewegung scharf verurteilte, aber er konnte geschickt auf Herausforderungen reagieren. Das wurde schwieriger mit seinem zunehmenden Alter. Da war eben dieser Charme nicht mehr zu eigen. Also, da kam eine andere Eigenart von ihm mehr zum Ausbruch. Nach außen war er ja sehr strahlend, optimistisch. Im Inneren war er oft auch sehr kritisch. Hengsbach ist 37 zum Priester geweiht. Das war mitten in der Zeit des Nationalsozialismus. Da war er Kaplan hier in Herne-Baukau. Er hat also die nationalsozialistische Zeit kennengelernt. 1945, Kriegsende, totale Zerstörung. Und dann kommt eine Zeit des Aufbruchs, wie wir sie in 150 Jahren in Deutschland und in Mitteleuropa nicht erlebt haben. In dieser Zeit des Aufbruchs wird er 1953 in Paderborn zum Weihbischof geweiht. Er wird Leiter des Seelsorgeamtes. Zeit des Aufbruchs, eine Zeit des Optimismus, Wirtschaft, kulturell. Und die katholische Kirche, aber auch die evangelische Kirche haben eigentlich ein Vakuum auszufüllen. Denn politisch, Nationalsozialismus, wirtschaftlich, es war eigentlich alles zerstört. Es war ein großes Loch da. Und in dieses Loch, in dieses Vakuum, da tritt die katholische Kirche verhältnismäßig stabil durch die Zeit des Nationalsozialismus hindurchgegangen. Und genau auf dem Höhepunkt dieses Aufbruchs im Jahre 1948 wird dann das Bistum Essen am 1. Januar gegründet und Hengsbach der erste Bischof. Ein charismatischer Bischof, ein Bischof mit Erfahrung, ein Bischof,
der mit Elan an die weitere Aufbauarbeit herangeht. Und zugleich ist das Jahr 1958 das Jahr der ersten Krise. Da kommt die Kohlenkrise und damit der wirtschaftliche, ich will nicht sagen die wirtschaftliche Phase des Niedergangs, aber doch eine Zeit, in der es sehr schwierig wird, den Status des wirtschaftlichen Aufbruchs und des Wohlstandes zu erhalten. Und 1968, 10 Jahre später, wiederum eine Krise, aber jetzt nicht die wirtschaftliche Krise, sondern die gesellschaftliche Krise, Studentenrevolution. Und das spielt sich natürlich alles auch in der Kirche wieder. Es ist also sehr bezeichnend, 1958 hatten wir hier in unserem Bistum die höchste Zahl an Kirchenbesuchern. Und Bischof Hengsbach sagt bei seinem Antritt als Bischof, 37%, das sind mehr als ein Drittel, gehen zum Gottesdienst, wir müssen das ändern, dass 2/3 gehen. In der Tat hat sich die Sache aber bergab entwickelt. Und das darf man nicht dem Bischof Hengsbach zum Vorwurf machen. Er hat sich mit allen Kräften diesem Niedergang entgegengestemmt. Aber vielleicht hat ihn das auch bedrückt. Also der Elan des Aufbruchs hat dann etwa auch in den späteren 80er, 90er Jahren so mehr nicht durchgehalten. Mhm. Bischof Hengsbach war ein Optimist, wenigstens nach außen hin. Die kritischen Zeichen hat er relativ spät erkannt, das muss ich ganz deutlich sagen. Ich habe ihn zum Beispiel frühzeitig darauf aufmerksam gemacht, dass die Zahl der Priester zurückgeht, dass die Gemeinden kleiner werden. Der Austritt aus der Kirche ist ja nicht erst im Jahre 2009 begonnen, sondern der begann ja schon in den 68er Jahren. Es sind mit Sicherheit aus heutiger Sicht zu viele Pfarreien neu gegründet worden. Und Hengsbach hat vielleicht doch zu wenig die zukünftige Entwicklung geahnt oder vielleicht hat er sie geahnt, aber nicht für wahrhaben wollen. Ja, da strahlt er ja nicht. Und der Papst konnte nicht wissen, dass er Papst würde. Und Schulte-Berger konnte nicht wissen, was alles aus Hengsbach wurde. Aber ich war zu der Zeit schon Dompropst. Super. So. Jo. Ein bisschen.